um seinen Ruf. Im Land existieren etwa 150 gewaltbereite Jugendgruppen, die sich selbst als rechts bezeichnen und die schlagkräftig sind, nicht nur gegen Ausländer, sondern gegen alles, was sie als andersartig empfinden. Um diese Szene zu verunsichern, wurden im Februar mobile Einsatztrupps gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit gebildet, abgekürzt MEGA genannt. Brandenburgs Regierung reagierte damit unter anderem auf eine Warnung der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung, Cornelia Schmalz-Jakobsen. Falls Brandenburg nicht entschiedener reagiere, müsse die Bundesregierung wohl in Zukunft die in Berlin stationierten Diplomaten vor Reisen ins Umland warnen. Marc Albrecht hat die Arbeit der Einsatztruppe beobachtet. Freitagabend, Eberswalder Polizeipräsidium im Norden Brandenburgs. Alarm für die Truppe mit dem etwas umständlichen Namen Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit, kurz MEGA. Einsatzziel, das 20 Kilometer entfernt liegende Oderberg. Dieses Team besteht aus 8 jungen Beamten. Ihr Auftrag, Einsatz gegen rechte Gewalt. Der Alarmruf, in der Kleinstadt Oderberg haben sich 40 Jugendliche versammelt. Auf dem Marktplatz öffentliches Bier trinken. Das ist an sich kein Gesetzesverstoß. Da sind hier Jugendliche klatschen, das haben wir festgestellt, das ist an denen, von den Störungen ausgehen. Klatschen, Springerstiefel und Bomberjacke, die meisten kleiden sich hier im Stil der rechtsradikalen Szene. Die MEGA tritt in Aktion. Wir werden jetzt die Personalien aufnehmen von den Jugendlichen. Auf Grundlage des Polizeigesetzes zur Befreienabwehr. Wenn wir Hinweise haben, die Jugendlichen auch noch zu suchen und im Anschluss dann einen Platzverweis aussprechen, den wir dann auch natürlich konsequent umsetzen werden. Also sprich, wir werden dafür sorgen, dass sie sich heute und auch in der Zukunft hoffentlich nicht mehr hier zusammenfinden werden. Die Szene soll verunsichert werden. Die meisten gewalttätigen Übergriffe auf wehrlose Menschen geschehen aus Gruppen heraus und in der Regel fließt vorher reichlich Alkohol. Denn sie wissen nicht, was sie tun, steht auf der Heckscheibe dieses Autos. Aufgeschreckt durch den Polizeieinsatz sucht diese Mutter ihren 15-jährigen Sohn. Seine Klasse trifft sich immer hier, aber heute sind so viele fremde Jugendliche dabei. Sie macht sich Sorgen, dass er in die Neonazi-Szene abrutschen könnte. Reden Sie mit ihm zu Hause und ja, ja. Na, danke Ihnen dann. Wahrscheinlich sind die noch viel zu dumm und unreif, dass sie überhaupt wissen, von was sie überhaupt sprechen. Platzverweis zur Gefahrenabwehr, auch für den Sohn. Die ratlose Mutter nimmt ihn mit nach Hause. Die Jugendlichen sind irritiert und fühlen sich gleichzeitig geschmeichelt von so viel Aufmerksamkeit durch die Polizei. Ja, ja, die haben hier voll die Straße abgesperrt und so, das ist voll geil. Nach dem Platzverweis und dem Abrücken der MEGA kommt das Katz-und-Maus-Spiel. Testen, wie konsequent die örtliche Polizei ist. Die kam bisher immer erst dann, wenn etwas passiert war. Warum sie ausgerechnet heute von ihrem Stammplatz vertrieben werden sollen, können die Jugendlichen nicht verstehen. Entschuldigung, Sie mal bitte, darf ich hier nicht mit meiner Freundin diskutieren? Ist das hoch verboten oder was? Kindergarten. Warum Kindergarten? Ich spreche gerade mit meiner Freundin. Was ist denn daran verboten? Wollen Sie mich verarschen oder was? Naja, was sollen die Pisse? Komm, du brauchst uns zu uns verarschen. Nee. Wir wollen echt bloß diskutieren. So sind da die anderen nun schon alle weg. Ich darf ja wohl hier mal stehen und mauten. Nee, können Sie vergessen. Nein. Nein, das gibt es nicht. Michael, du hältst jetzt die Presse! Ich hab nichts gemacht. Ich hab die Presse von den Decken in die Mitte. Nein, ich steige nicht in Ihr Fahrzeug, weil ich nichts gemacht habe. Der Hund rein. Ist das in Ordnung? Ich fahre jetzt auch gleich los. Alex. Die örtlichen Polizisten sollen für einen jugendfreien Marktplatz sorgen. Doch bis zu diesen Beamten hat sich die neue politische Linie des harten Durchgreifens offenbar noch nicht herumgesprochen. Wir haben ja aufgrund einer Feststellung gesehen, dass diese Jugendlichen Bierbüchsen getrunken hatten, teilweise auch schon leicht alkoholisiert waren. Im Vorfeld wurde bei einem Jugendlichen aus dieser Gruppe ein Baseballknüppel sichergestellt. Und das ist ja für uns so ein Alarmzeichen, wenn sich Jugendliche auf dem Marktplatz mit solchen, wir nennen das gefährliche Gegenstände, bewaffnen oder zusammenrotten, treffen. Da wissen wir eben aufgrund unserer Erfahrung, dass dann möglicherweise in der Folge Straftaten passieren, dass eben Leute zusammengeschlagen werden, die anders aussehen, aber auch der normale Bürger angepöbelt wird. Neuer Einsatz in Schwedt. Die Stadt ist ein Zentrum rechter Gewalt in Brandenburg.
Hier ist Zollgrenzbezirk zu Polen. Jedes Auto und jede Person darf auch ohne Verdacht durchsucht werden. Während der Zoll nach Haschisch und Schmuggelzigaretten fahndet, suchen die Megaleute nach szenetypischen Waffen. Sie werden fündig, ein Knüppel und ein Totschläger nach einer halben Stunde Kontrolle. Die Sondereinheit fährt bekannte Gefahrenpunkte ab. Zur gleichen Zeit überfallen 30 Kilometer weiter 10 Skinheads eine Kneipe in Prenzlau. Davon erfährt die Megatruppe nichts. Die Prenzlauer Polizei nimmt die Skins lieber alleine fest. Für uns ist jedes Wochenende erfolgreich, wenn wir im Ergebnis am Ende feststellen können, dass keine schweren Straftaten begangen worden sind von diesen Jugendlichen. Dass wir an den Orten, wo sich die Jugendlichen zusammentreffen, Bier trinken etc. Präsent waren, dass wir also diese Orte auch erkennen konnten, im Zusammenwirken mit allen Kräften. Ja, das ist also unser Erfolg. Nächster Tag in Oderberg. Die Jugendlichen wieder auf dem Weg zu ihrem Marktplatz. Das Katz-und-Maus-Spiel beginnt von vorn. Eine der Ursachen, dass Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern und nicht nur in Brandenburg massiert ist, der steigende Gegensatz zwischen Arm und Reich, den die Jugendlichen empfinden, eine Individualisierung im Gegensatz zu der Kollektivierung ehedem, der Mangel an Einbettung in einen sozialen Zusammenhang, zum Beispiel in die Familie. Der totale Umbruch im Osten Deutschlands mit den damit verbundenen Verunsicherungen lässt Jugendliche nach vermeintlichen Sicherheit in Gruppen suchen. Die NPD ist dabei auf dem Fischzug.